Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns jetzt hier gleich auf einer Baustellenbegehung. Wir wollen mal schauen, wie weit hier unser Werk schon steht, wo das Rubite, glaube ich, so heißt das rote Zeug, hergestellt werden soll. So, wie wir sehen, hier fehlen überall schon ein paar Strom und jede Menge Rohre. Ansonsten hier fehlen noch ein paar von den Bauten. Das sieht erstmal so ganz gut aus. Da fehlen noch ein paar Tanks. Okay. Und ein paar Flares fehlen ihm noch. Das ist ja gar nicht mal so schön. Steine haben wir hier noch mehr als genug. Aber wenn dir Flares fehlen, dann kann ich dir mal 9 Stück hier geben oder so. Dann sagen wir mal, ja doch, 2 kann ich behalten. Aber den Rest solltet ihr dann was bieten. So, ich mache jetzt mal einfach, weil ich es kann, in meiner Hosentasche schnell hier ein paar Rohre. Nehme ich die Steine mit? Brauche ich die Steine? Warte mal, wo wollte ich denn eigentlich Steine schmeißen? Ich wollte hier hinten Steine schmeißen noch, ne? Und solange wir die hier arbeiten mit den Förderbändern, kann ich ja hier in Ruhe... Ja, hier sehen wir nichts, was da passiert. Also wir müssen hier unten auch noch eine Radarstation wieder hinstellen. Naja gut, okay, das kriegen wir hin. Und dann wollte ich da hinten Steine schmeißen. So, und hier hinten könnte man theoretisch, wenn man wollte, natürlich auch noch die Straße fertig bauen. Wenn sie auch falsch liegt, müssen wir natürlich das falsch jetzt durchziehen hier. Auch wenn es falsch ist, ne, aber bleibt uns anders über, ne? So. Gut, dann ziehen wir das erstmal durch und dann werden wir uns dann hier dann jetzt doch von oben nochmal Steine holen, während wir hier durchgehen, was uns da so alles fehlt. Also es sieht hauptsächlich aus wie Rohre und unterirdische Rohre, aber das braucht man natürlich da wirklich in Massen. Deswegen kann ich jetzt auch erstmal so ein paar Rohre selber herstellen. Hier sind Förderbänder, okay, die kriegt er eh von oben. Die werden produziert, hier gehen noch Rohre durch. Dann würde ich sagen, können wir hier schon mal ein paar 50 Rohre abladen, dass er dann hier ein bisschen Rohre hat. Das sieht schon mal ganz gut aus und hier müssen wir dann schon, guck mal, sind hier schon alles gebaut? Da sind schon alle da. Also hier können wir schon mal umstellen, das ist gut. Dann stellen wir hier schon mal die Produktion um auf Rubite Ore. Genau das wollen wir hier haben. So, sehr schön. Immer feines Rubite machen. Mal die Lampen hier nicht rot einfärben, ne? Dass das dann hier rot leuchtet, da oben blau leuchtet, dann gelb leuchtet und so. Wird auch noch irgendwie was Schönes. Dann sieht man gleich, welcher Strang was ist. Beim Vorbeifliegen. Naja, gut. So. Ja, muss natürlich auch schon was liegen. So. Was? Ja, logisch, ne? So, sehr schön. So, dann könnte man mal gucken, ob wir hier den Fehler gleich rausgebaut kriegen. Hier die Verbindung, ne? Die ist irgendwie nicht richtig mit dabei. Die müssen wir hier mal setzen. So. Dann haben wir nämlich den Fehler gleich rausgebaut. Dann ist das nämlich alles gleich angeschlossen. Ich weiß auch nicht. Oh, war das richtig? Ja, das ist richtig, ne? Hier knickt das ab nach unten. Dann hier rüber. So, dann geht nämlich hier dann auch das Mineral Sludge gleich durch. So, dann haben wir hier die Chance natürlich. Wir wollen hier Crushed Rubite haben. Ja, so. Crushed, nicht crashed. So, dann hier, das kann alles so bleiben. Das kann auch so bleiben. Hier sind leider die ganzen Bauteile noch nicht da. Deswegen lohnt es sich hier den Umbau noch nicht zu machen. Da liegen auch nochmal Steine drin. Wie viel liegen da? 23k. Könnte man nicht. Könnte die eigentlich rausnehmen, ne? Weil, pff, ob die jetzt hier liegen, dann steht jedenfalls der Kreis um. So viele Steine, so Steine liegen nach unten, das kommt erst später und dann werde ich wahrscheinlich in die nächsten, dann werde ich mir wieder Steine mit runterschleppen. Also ich will heute da hinten unter den Förderbändern ein paar Steine legen. Achso, und ich wollte eigentlich auch noch das Dings anschließen, ne? Aber da bin ich schon wieder viel zu weit weg von. Wollte hier die Arme anschließen. Ah, damit es schon im Band liegt. Warte mal, dann gehe ich jetzt. Ja, dann kann ich es doch hier unten liegen lassen, die Steine, warte. Dann lasse ich die hier doch liegen fürs nächste Mal bauen. Dann hole ich mir jetzt noch das Inventar voll und ja, machen wir das schnell noch. Das Steine schmeißen an sich, das wird ja auch ganz gut laufen dann. Hoffentlich. Hier liegt nur Sand drin. Nur 18k, immerhin.
Okay. So, dann kann man nämlich das hier schon mal anschließen. Dann läuft er nämlich da schon mal auch halbwegs das durch, was da durchlaufen soll. Wie sieht es hier oben mit dem Schwefel aus? Warte mal, da können wir natürlich auch mal ein bisschen aushelfen. Ich würde hier mal eine so eine Kiste rausnehmen und die können wir hier unten gleich mal mit in den Schwefelkisten hier oben, habe ich nämlich unten welche eingebaut. Mal gleich hinlegen, dann kann das hier ein bisschen besser arbeiten alles und so. Das funktioniert denn schon? So, wo habe ich die denn? Da habe ich hier in Schwefelkisten. Wie viele Notkisten hingebaut, damit dann hier ein bisschen was gemacht werden kann. Momentan scheint aber das Verhältnis ganz gut zu stimmen hier im ganzen System. Scheint es gut zu laufen. So, dann werden wir jetzt hier nach oben abbiegen, dann holen wir uns Steine voll. Ich weiß auch nicht, warum ich von diesen Washing Plants zwei in der Tasche habe und sowas. So, apropos Rohre. Wenn ihr Rohre braucht, dann geht doch mal hier ran. Guck mal, ach da, Kiste gerade nicht so schön. Nehmen wir die hier. So, könnt ihr auch Rohre haben. Und wir brechen das mal ab hier. So, denke mal, jetzt habe ich den erstmal noch ein paar hundert Rohre so extern dazugegeben. Sollte dann erstmal ein bisschen für die Möglichkeit sorgen, dass hier ein bisschen was entsteht. So, unterirdische Rohre, naja gut, okay, kennt man ja. Das hat sich halt so. Hier. So. Gut, dann. Steine. Steine. Ist es leer. So, haben wir also jetzt jede Menge davon. Also da sollten wir einige von haben jetzt. Reinforced Concrete habe ich 6 Stück noch in der Tasche. Wieso das denn bitte schön? Was kann noch bitte schön hier mit rein? War das nicht hier? Nee, das war Concrete. Reinforced Concrete war hier. So. Warum steht jetzt die Fabrikation hier? Dir fehlen Backsteine. Das ist ja auch kein Problem. Komm, kriegst du. Immer Rinder damit. So, dann kriegst du nämlich auch die Dinger wieder. Da haben wir doch schon einen wieder da drin liegen. Hier liegen auch schon 7 Stück drin. Das heißt, das sollte sich dann früher oder später auch haben. Achso, und dann brauchst du noch 2 von den... von den Dingern hier. Da müssen wir uns jetzt doch noch ein bisschen was mal zusammen mopsen. 1, 2. So viel darf ich gar nicht mopsen. So, dann brauchen wir das hier noch. Und dann brauchen wir ein paar Backsteine. Warte. Backsteine. Da könnte ich hier welche finden. So. Dann machen wir da schnell 2 Stück noch von. Ja. Muss jetzt die Rohre machen. So. Aber dann können wir das jetzt wieder hier zurückschmeißen. Das können wir wegschmeißen wieder. Hier können wir das Aluminium reinfeuern. War ganz übergeblieben. Okay. Und hier können wir die Backsteine wieder neu klatschen hier. Da, so haben wir sie. So. Ach, hier unten ist das Aluminium. Alles klar, okay. Oder? Kommt denn hier mit rein? So. Gut. Dann sind nämlich die beiden Dinger auch noch fertig. Dann kann er das nämlich auch setzen. Und solche Tanks hier, warte, komm her hier, wenn du so einen Tank unbedingt haben willst. Einen habe ich noch für dich. Kann ich denn welche machen noch? Von diesen Mini-Tanks hier. Viel mit Ziegelsteine, warte mal. Machen wir da noch ein paar Stück von. Und guck mal, da gehen noch meine ganzen Eisenrohre weg. Schön. Haben wir die nämlich auch verbraucht. So, geht die da mit rein erstmal. Hopp, produziere zu. Wir kommen wieder nicht zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Das ist vollkommen schon wieder zu sehen, dass das wieder so gar nicht klappt, ne? Aber es sind jetzt wirklich, dass die Rohre nur noch fehlen. Und die unterirdischen, die unterirdischen Bronzerohre, da können wir natürlich auch noch. Da können wir natürlich auch noch ein bisschen was tun. Also da können wir noch mal von oben, denke ich mal, sollten dort oben noch ein paar liegen. Warte mal, dann machen wir erstmal das. Holen wir schnell mal die unterirdischen Bronzerohre von oben runter. Ja, so viel Platz habe ich gar nicht. Momentchen bitte. So. Das wird heute noch nichts mit dem Steine schmeißen dahin. Unter den Förderbändern. Ach ja, wie schön ist es doch auf der Welt zu sein, sagt der Hase zu dem Stachelschwein. So, dann haben wir hier. Können wir nämlich einmal richtig schön mitnehmen. Dann bringen wir unten ins System und dann sollten eigentlich unsere Robbys ein bisschen was zu tun haben. Und dann sollte das sich so langsam aber sicher doch was einstellen. Ein Erfolg oder so. Wenn auch nur ein kleiner. So, dann können wir hier erstmal die unterirdischen Rohre voll machen. Dann kann der erstmal ordentlich produzieren. Und dann werden wir hier die Kiste noch zweckentfremden, unterirdische und Rohre rein. Und haben wir noch eine Kiste, wo ich was reinschmeißen kann, ohne dass mir einer was Fragen stellt. So,
Gut. Du hättest gerne grüne Chips, nämlich sehe ich gerade. Sollst du haben. So baut mir ein wenig Gedöns. So. Da kriegen wir auch noch ein bisschen Gedöns unter. Und dann können wir hier, guck mal, da unten haben wir noch Gedöns in der Tasche, die wir da gerade gar nicht brauchen. So. Das brauchen wir gerade auch nicht mehr hier. Wir machen uns mal so ein paar Tanks noch. Genau, so ist fein. Sogar noch Prozessoren, ne? Komm, die packe ich einfach mal hier mit rein. Dann sind wir hier auch los. Werde ich im Leben nicht wiederfinden, wenn ich sie dann nachher brauche. Die Kupferrollen. Habe ich hier irgendwas, wo ich die Kupferrollen verarbeiten kann? Oh. Was war da eigentlich? Kupferdraht brauche ich wirklich nirgends, ne? Merkwürdig. Aber da liegen auch schon ein paar drin. Hm. Packen wir sie dazu. So, dieses komische Limestone-Lumpe. Warte mal, doch, das kann ich... Kann ich vielleicht sogar hier oben gebrauchen? Bin mir nicht ganz sicher. Warte mal. Kann ich das nicht hier oben? Ah, das kann ich da oben reinschmeißen. Sehr gut. Ich bin begeistert. So. Sieht auch schon mal ganz gut aus. So, dann werden wir jetzt hier noch los so ein paar Tanks. 17 Stück macht er immer noch. Oh. Schwer beschäftigt, der Junge. Aber dann haben wir wirklich ausreichend hier im System und hier fehlen halt Rohre, Förderband. Und sonst sollten, eigentlich Maschinen sollten alle da sein. Das wird gut. Wenn das nämlich mit dem Nubite noch funktioniert und alles läuft, dann haben wir es auf jeden Fall schon mal so weit getrieben, dass wir dann getrost an die Fabrik gehen können. Zumindest hoffe ich, dass das klappt. Dann. Ist immer so eine Sache, ne? Er hofft, dass es klappt. Naja, gut. So, dann machen wir hier den letzten noch, den ich da noch reinschmeiße. So, und die anderen, die sauge ich mir dann mit rein. So, dann werden wir dann mal hier unten. Zack, zack. Give me more Power Clay Bricks her. Da konnten wir ein paar Stück von mitnehmen. Warte mal. Ich kann dann noch... Nee, nicht in den Müll. Da hinlegen. Da hinlegen. Da saugen wir uns ordentlich voll mit dem Zeug hier. So, 108 Clay Bricks. Ach, mehr war noch nicht drin. So, 3000 Clay Bricks nochmal. Ich glaube, wir haben ausreichend Claybricks jetzt für unser großes Vorhaben. Für das Bauen. Und auf dem Förderband dort hinten quasi alles fertig kriegen. So, hier unten sollte jetzt auch so langsam mal sicher. Wir machen nochmal Baustellenbegehung. Ne? Gucken nochmal, was hier so grob fehlt. Aber es sollte eigentlich nicht mehr viel fehlen. So. Also, hier fehlen noch zwei von den Werken. Das sollte sich aber eigentlich auch... Eigentlich sollten davon genug da sein, ne? Sonst müssen wir mal gucken. Also wenn es dann nachher wirklich an den Dingern dann hapert, das wäre natürlich nicht schön. Hier mal Förderbandgelumpe. Hier haben wir, hier fehlen sogar drei von den Dingern noch. Schade, kann ich keinen mehr machen. Hat er mir hier unten eine Fehlinformation gegeben. Okay. Na gut, lassen wir erstmal die Rohre legen. Und die ganzen Förderbänder. Und hier auch die ganzen Strommasten. Ich hoffe, dass genügend Strommasten noch kommen. Ansonsten, da hätte ich noch 42 so in der Tasche. Die könnte ich dann schon mal rauslegen. Ah, das mit den Federbändern ist die Schluss, die aus dieser Flickenteppich, ne? Dann die Dinge, die sind werden produziert, die werden auch produziert, da müssten schon genug da sein. Davon habe ich 12 gemacht, die müssten auch dann alle hier baubar werden und da sein. Sehr schön. So, und dann kommen wir jetzt gleich in den Bereich, wo wir die Dinger hier legen wollen. In Massen. Hier schöne klare Kante machen. Ah, durch die Förderbänder. Natürlich, da muss ich natürlich dran denken, dass ich da mal wieder rüber rucke. Ist ja fies. Also dann doch lieber so lang laufen immer. Also jetzt auf dem Förderband natürlich nicht in die Richtung laufen, sondern in die andere Richtung laufen, im Förderband. Weil es hier auf der Seite erstmal egal ist, weil da haben wir keine Betonstraße anliegen. Was hat er jetzt gemacht? Hä? Hey? Was war das denn? Komisch. Na gut. Was soll's? Einmal hier rüber. So, dann hier oben dazwischendurch. Alles volllegen. So, sieht das schon mal schön aus hier. So.
erstmal schöne klare Kante dran bauen. Oh, hier müssen wir natürlich auch noch die Querstraße beachten, die hier noch nicht gesetzt ist. Momentchen, da können wir aber auch was gegen tun. Wir haben, glaube ich, Beton noch dabei. Ein bisschen Querstraße können wir legen. Nur Breite passt schon mal. Dann geht's hier rüber. Wird nicht ausreichend für alles, aber es macht erstmal nichts. Oh, ich bringe Claybricks wieder zurück. Eins der Kammer noch. Oh, noch einen Halm. Oh, kommen wir doch schon ganz gut hin hier. So, bis dahin sind wir gekommen mit der Straße. Eine schöne Querverbindung wieder gebaut. Ja, es ist noch viel von diesem Boblitzer. Was ist hier los? Warum geht es hier mit dem Hellblau nicht weiter? Eine Schwefelsäure. Wieso habt ihr keine Schwefelsäure? Wenn hier so viel Schwefelsäure liegt. Aha. Komm ich hier mal wieder. So. Haben wir noch irgendwas, was wir nicht brauchen? Warte mal. Das brauchen wir doch gar nicht hier, oder? Den Knick. Das sieht doch irgendwie total sinnlos aus. So. Ah ja, jetzt gehen die hier auch los. So, was haben wir hier unten noch liegen? Hier unten haben wir ja noch Geoden drin liegen. Was ist das für ein Blödsinn? Haben wir uns da den Scherz erlaubt? So. So. Haben wir die Geoden natürlich noch entsorgen. Spaß muss ja sein. So, die wurden so. Gut. Alles klar. Dann produziert das hier auch weiter. So, ne, wundere ich mich schon, warum hier nichts geht. Ne? Das sind immer so kleine Fehler, die überall mal eingebaut wurden. Wo man wieder den Anschluss nicht richtig angesetzt hat und sowas. Aber es hat ja schon mal funktioniert. Also ein bisschen muss da ja schon mal hingekommen sein. Muss ich irgendwann mal abgerissen haben oder so. Merkwürdig. Das ist immer merkwürdig. Da war er wieder nicht bei der Sache, ne? So. Weiter geht's. Wir wollen ordentlich Steine legen. So. Das ist beim Game nicht rund läuft, das weiß ich. Das liegt aber an der Flüssigkeit, die ich da nicht in ausreichender Form habe. Da müssen wir dann mal gucken, ne, ab wann uns das denn wirklich hinten drüber fällt und richtig stört. Da denke ich aber mal. Ich glaube, die Game, die brauche ich das erste Mal beim Aluminium, ne, in veredelter Form. Da werden wir das erste Mal sehen, wie weit das gut oder wie gut das denn funktioniert. Und wie gut das Zeug dann halt nachkommt, ne? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Ich denke mal, da muss ich dann auch vorm Abnehmer quasi einmal die ganze Geschichte so sauber hinbauen, dass das funktionieren kann. Das ist ja ein schönes Geräusch. Wird man ja fast von einem EG ausgehen. Passt auch nicht viel schöner. Na egal, was soll's. Wir sind ja eher keine Geräuschassistenten oder beziehungsweise keine Soundtechniker, ne? Das darf auch mal komisch klingen, was wir hier machen. So. Sehr schön. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann müssen wir das natürlich hier unten durchziehen. Ja, hier haben wir natürlich noch keine Straße nach unten. Natürlich auch sein, dass denn dort jetzt gleich, dass ich das jetzt falsch angesetzt habe, aber das macht jetzt nichts.
Auf jeden Fall selber nicht bis dahin laufen. Ach, ich stehe mir genau gerade so drauf. Ich muss es von oben machen. Ärgerlich. So. So, was sind wir denn hier? Das ist die rote Linie, ne? Also das ist quasi genau die Produktionslinie, die wir brauchen. Die hier gesetzt werden muss. Oder die jetzt quasi als nächstes in den Betrieb geht. Da freue ich mich schon drauf. So, sehr schön. Weiß nicht, ob das ausreicht oder ob das jetzt zu nah dran ist. Dass hier mit runter muss. Aber ich glaube, das sieht so komisch aus, ne? Warte mal, wir können mal gucken hier. Wenn wir das 6 breit machen, dann... Ah, jetzt sind wir 7 breit. Immer 6 breit. Ja, dann muss ich die eine Kante hier noch, okay, die muss ich dann doch noch mit runterziehen. Ja, die ist so richtig dann. Das ist da schon wieder nicht richtig. So, ein Quark. So. Ja, wenn es uns wegtreibt, ist es egal, ne? Das soll uns nicht weiter stören. So, dann haben wir einen großen Pinsel an jetzt hier. So. So. Weiß ich nicht, wo die untere Grenze hier ist, aber das ist ja nicht auch wurscht. Das holen wir uns gleich von drüben, ja. Könnte jetzt gerade so ein bisschen zu hoch gewesen sein. Machst du nichts, ist halt so. So, dann hier runter, ja. War natürlich genau ein Feld zu weit oben. Oh. Ich hab da genau eine Spalte gehabt. Ja, das ist natürlich fies, sowas. So. Und dann das hier noch. Warte mal, da fehlen ein paar. Sehr schön. So, dann müssen wir hier oben lang legen. Ist aber auch fies hier, ne? Mit dem. Warum habe ich denn das hier noch nicht? Wenn wir gleich richtig machen können, ne? Naja, gut. So. Ah, Fubak. Finger von der Fahrradkette nehmen. Sonst gibt es nämlich nur Fubak hier. So. Die stehen falsch hier, das ist klar, ja, das wissen wir. Nee. Ach, die unten standen falsch, die stehen hier richtig. Alles klar, okay, dann bloß bis dahin. Nee, ist das doch wurscht, oder? Dann nehme ich dann nachher, wenn ich Beton mache, die Claybricks wieder raus. Das ist doch eigentlich vollkommen egal. Lass uns doch durchlaufen und dann ist das hier wesentlich schneller gemacht. Nur halt schon bestehende Straßen sollte ich nicht unbedingt abreißen. Aber wo noch keine liegt, einfach drüber bauen. Geht dann eh viel schneller. Dann haben wir das nämlich durch hier. Dahin haben wir jetzt gebaut, okay. Da fehlt auch nochmal eine komplette Kante. Naja, sowas hat man halt, ne? Ach stimmt, die fehlt, weil ich da nämlich ja mit der Straße versetzt. Irgendwie hier nicht doch falsch gebaut. Ne, die ist nicht richtig, die Straße rum. Ah, alles nicht so einfach. Besonders wenn man es doppelt nimmt. Gut.
Sieht doch aber schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier schon mal einiges fertig gebaut. Und haben schön unsere Backsteine dann mal selber gelegt nochmal. Dass wir dann hier hinten zwischen den Förderbändern auch schnell laufen können. Das ist ja quasi Ziel der Übung. Dass wenn wir hier drunter unten unterwegs sind, dass wir dann auch einigermaßen schnell laufen können. Also eigentlich bräuchte man bloß ein paar Straßen oben, wenn man langläuft, aber ihr wisst ja, wie das immer ist. Dann rennt man irgendwo lang, dann braucht man auch da doch noch ein bisschen was. Und hier mal wieder was und da mal wieder was. Können wir mit dem großen Pinsel jetzt mal ausmalen. Wir haben hier die Materialien da, das ist ja das Gute an der Sache. Das ganze Gelöt ist ja vorhanden. Und hier haben wir schon ein bisschen drauf geachtet. Wenn wir jetzt die Steine alle nicht da hätten für diese ganze Aktion hier, dann hätte ich auch gesagt, dann komm, dann schenken wir uns das, aber wir haben sie ja da. Dann können wir das auch schnell machen. Ja. Wir nennen ja die Folge, denn Straßenbau ist das ja eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich Platzbau, ne? Oder Beton. Ja. Betonage? Keine Ahnung, kann man das so nennen? Kapitonieren. Planieren, einbetonieren, irgend sowas. Irgendwie müssen wir den ganzen Sachen Dinge hier einen Namen geben. Sonst meckert er wieder rum. YouTube möchte unbedingt einen Titel haben für die Videos. Nur dafür machen wir das ja, damit wir Titel für YouTube haben. So. Ja. Also wie gesagt, ne, die letzte Viertelstunde hier, das ist natürlich wirklich, das ist halt so, gehört dazu, muss auch gemacht werden. Und deswegen kümmern wir uns da jetzt mal drum. Und hoffen einfach, dass es dann... Also gut geworden eigentlich auch. So. Aber dieses komische Carbon-Dingsbums habe ich immer noch nicht aufs Förderband gelegt, ne? Wenn ich eigentlich nochmal so nach oben laufen wollte, haben wir wunderbar nicht hingekriegt. Naja, super. Fällt mir gerade wieder ein, ne? Weil ich das ja eigentlich eben machen wollte noch. Dass das dann schon dann auch da unten vorrätig liegt, wo wir es benutzen können, wenn wir es dann brauchen. Und das ist gar nicht mal so lange mehr hin. Wenn wir mit dem Rubite hier durch sind, ich glaube, beim Aluminium brauchen wir, ja, beim Aluminium brauchen wir die ersten Metalle Sonder schon, ne? Also hier die ersten Dings in Sonderfunktionalität. Also da haben wir schon das erste Mal gewaschen. So, das wollte ich damit sagen. Also. Ja. Gewaschene Elemente brauchen wir da. Hört sich aber auch wirklich fürchterlich an, ne? Kann man aber nicht ändern, ist halt so. So. So im Großen und Ganzen sind wir ja ganz gut durchgekommen hier. So, dann machen wir da unten noch einen hin. Und den ziehen wir jetzt knallhart quer durch hier bis zum Ende durch. Bis kein Land mehr zu sehen ist, bis wieder Wasser kommt. Wie viel haben wir noch? Oh, ich glaube, wir ziehen das nur so lange durch, bis wir keine Steine mehr haben. Ich glaube nicht, dass wir bis zum Wasser kommen. Kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Weil wir jetzt ja gleich die letzten, also... Stacks hier anfangen. Mal gucken, ob wir es schaffen bis zum Wasser oder nicht. Nein, schaffen wir es nicht. Gut, alles klar. Also, wir haben denn jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60.000, 64.000, 65, 66, 67, 68.000 Steine haben wir jetzt hier verlegt. Ja, das kann man, ist doch mal eine richtig schöne Leistung. Haben deshalb hier unten jetzt aber auch alles schön unterm Förderband auch fertig. Das ist schon mal gut. Hier sieht man, man braucht noch fleißig Förderbänder und unterirdische Rohre und einen solchen und 50 Nickame? Nickame sollten doch nicht mehr als genug da sein, oder? Sind die echt aus? Warte, Knickarme? Knickarme sind echt aus. Alle so, puh, okay.
Da hätte ich jetzt gedacht, haben wir genug von, aber machst du nichts, ist halt so. So, achso, und dann können wir jetzt mal ganz schnell hier noch sagen, wir machen hier mal eine Stromleitung runter. Das haben wir noch. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. So, machen wir hier mal schnell eine Stromleitung hier runter. Und stellen hier hinten erstmal so ein Radarstationchen auf, an der Kante. Das müssen wir natürlich dann irgendwann abreißen oder so, das wird im Weg stehen, aber macht erstmal nichts. So, dann gucken wir hier mal auf die Map. Und dann sehen wir, naja, das ist ja schon mal ein großer, guter Bereich und wir müssen hier nochmal so ein Radar-Alarmchen oder so ein Radar-Anlägchen, Möbelwagen hinbauen, damit wir dort auch alles sehen können. Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kennt ihr ja. So, jetzt laufen wir da wieder rein in den dunkleren Bereich. Naja, das ist dann schon, das zeigt mir an, wo die Radar... Ah ja, das zeigt mir da oben auf der Karte an, wie weit die Radaranlage geht. Interessant, interessant. Ja, die stellen wir dann mal unter der Straße hier, unter dieser Lücke. Einfach auf. Strom hast genommen. Und ab mal gerade hier nach oben durchgezogen mit dem Strom. So. Jut, jut, jut. So. Dann haben wir nämlich hier alles ausgeleuchtet und hier unten die Ecke wird denn jetzt auch erkundet. Hier die Ecke ist auch schon erkundet worden wieder. Wir sehen, da ist ordentlich, ordentlich Wurmbetrieb. Da werden wir sehr viel Alien-Artefakte kriegen. Also die Wurmdichte ist natürlich wirklich extrem viel höher in dem Bereich. Ich glaube, der Bereich war der, das muss das Startgebiet gewesen sein, wo wir mehr tiefes Wasser haben. Und hier haben wir wesentlich mehr Würmer zu bekämpfen. Aber naja, gut, gucken wir mal, was ist da unten gerade aufgeklärt worden. Ein Behemoth-Wurm, ziemlich groß. So, jetzt guckt er da gerade nach, unser Radar. Und hier wird gerade nachgeguckt. Ja, sieht doch ganz gut aus, unsere Karte. Und wenn das hier die ganzen Sachen denn einmal eingebaut sind, dann wird es schön werden. So, wir machen nämlich hier dann das Blei und dann machen wir natürlich auch gleich noch das Lötzinn. Blödsinn mit Lötzinn, das machen wir dann auch noch gleich hier rein. Und dann haben wir auf jeden Fall alles, um bis zu den grünen Chips zu kommen. Müssen wir durchkommen, glaube ich. Dann. Hier brauchen wir Aluminium noch für. Naja, immerhin. Gut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.